Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock 2. Wir müssen jetzt eine Little Sister abgeben und hoffen. Erneuern muss zuerst die Bevölkerung erneuern. Und hoffen, dass wir keine Big Sister damit anlocken. Nein, wird er auch nicht. So. Dann lock. Bis morgen, Daddy. Dann retten wir dich mal. Und hoffen, dass wir keine Big Sister anlocken. Mal sehen, ne? Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Okay. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Natürlich, also können wir den Stanley, den Arschloch, nicht vertrauen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und es kam keine Big Sister, das ist schon mal dickes Pluspunkt wert. So, wir gucken uns jetzt hier um. Wir holen uns nochmal Munition. Genau. So, holen uns auch nochmal... Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Aha, okay. So, dann holen wir uns hier, wie gesagt, ein paar Munition, am besten Schrot. Wir haben ja eh genug Kohle. 50er Kugeln ein paar Mal. Minigeschütz nochmal zweimal. Und dann... versuchen wir mal an Medipacks und Eve dran zu kommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal runter und sammeln alles ein. Natürlich bei den Toten hier. So, eine Little Sister von 3 haben wir schon mal. Das ist sehr schön. Also wir kommen voran. Das sollte am besten auch keiner bestreiten, dass wir hier nicht vorankommen. Ja, wir schlagen uns jetzt eigentlich ganz wieder gut. Vielleicht war ich auch einfach außer Übung. Das kann natürlich auch sein. Ja. Außerdem habe ich ja jetzt entdeckt, dass die Bienen gar nicht mal so verkehrt sind. Die Gegner können nämlich dann nicht angreifen, weil sie sich wehren müssen und winden müssen. Da sie halt keine Bienen mögen, ne? Natürlich bei Big Daddies nicht so doll, ne? Da ist vielleicht besser, dass man dann nochmal einfrieren nimmt, ne? Oh, da war ein Mülleimer und da waren aber die waren beide leer, ne? Genau. So, dann können wir nämlich hier zurück. Haben wir hier noch was einzusammeln? Ja, hier können wir nochmal ein bisschen Energie tanken. Ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, warte mal, das gab doch Eve, ne? Genau. Können wir mal trinken. Komm, so. Super. Da ist eine Genbank. Ist da noch was drin? Ach, hier war das Klo, ne? Da haben wir nochmal Verbandskasten. Seht ihr mal, ein umsonst. Da war das Klo, wo wir drin waren. Hier ist noch eine Station. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen direkt Verbandskästen. Das war jetzt unnötig von mir. Naja, dafür haben wir nochmal eine Eve-Spritze bekommen. Da ist ein Automaten. Da werden wir uns gleich nochmal was holen. So. Ach nee, das ist keiner. Das ist nur normaler Zirkus der Wert. Nee, das ist ein El Amo. Also, wo man Munition kaufen kann. Okay. So, dann müssen wir hier lang, so wie es aussieht. Dann gehen wir da mal lang.
War denn da? Ich mach hier Sie haben sich alle gut amüsiert. Hatte ich eben nicht gesehen, dass da mir einer war. So, wir plündern hier erstmal wieder alles. Schrot. Ich brauche eigentlich keinen Schrot. Ich brauche... Shit! Ich habe zu viel Alkohol getrunken. Shit, schon wieder. Ah, hier ist alles voll Alkohol. Hier ist nochmal Geld, was ich doppelt sehe. Das waren auch doppelte Scheine. Alter, jetzt wird mir selber schwummrig hier. Werd mal wieder gerade. Gerade ganz. Houdini-Splicer war das. Ja. Alter, wie lange ist denn der Effekt? Okay. Ja, ein paar Eve-Spritzen. Nein, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Hier, das hacken wir mal, falls sich jemand versucht zu heilen. Und wir kriegen natürlich einen Verbandskasten. Und brauchen eigentlich keine mehr kaufen. Wunderbar, was will man mehr? Was will man denn mehr? So, speichern wir mal kurz und dann geht's weiter. Also eine Little Sister, wie ihr seht, haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch zwei. Ist ja kein Ding. Nö. Und wir kriegen wieder Adam. Ja, und womit wir wieder Fähigkeiten aufbessern können. Oder denk mal, wenn diese Bienen hier gibt, dann werde ich die auf jeden Fall aufbessern. Die sind gar nicht mal so verkehrt. Wunderbar. Ja. Schon wieder Alkohol getrunken, ey. So. Pokern lernen. Du musst pokern lernen, Eleanor. Wie jeder andere auch habe ich Fehler. Unter anderem einen genetisch bedingten wilden Hang zum Konkurrenzdenken. Aber jeden Samstag studiere ich meine Mitspieler und picke mir einen heraus, der am meisten von einem Sieg profitieren wird. Ich sorge dafür, dass er am Ende mit meinem gesamten Einsatz nach Hause geht und dem der anderen. Ich gewinne nichts als das Gefühl, mich selbst zu besiegen. Bei den anderen Spielern werden die Vermögensverhältnisse ihren Bedürfnissen entsprechend umverteilt. Ah ja. Okay. So wird das hier also gemacht. So, hier haben wir noch ein Safe. Kann man doch sicherlich auch so hacken, ja? Tatsächlich. Ich habe jetzt mit Safe gerade keinen Bock gehabt, Leute. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Was haben wir denn da drin? Naja. So doll war das jetzt nun auch nicht. Gut, wir haben es wenigstens gefunden. Schaden kann es also nicht. So, die schönen Bienchen an meiner Hand, an der linken. Also wer Angst vor Bienen hat, sollte das hier auf jeden Fall nicht nehmen, das Plasmid. Ich meine mal, es gibt ja auch, wie gesagt, viele, die halt Angst vor Bienen haben, auch wenn sie irgendwo rumkrabbelt oder man sieht, egal ob es ein Spiel ist oder nicht. Genauso wie mit Spinnen in Rollenspielen oder so. Das ist ganz natürlich. Ich habe leider, ja, Spinnen in echt Angst nur, wenn sie zu groß sind. Deswegen kann ich sie auch in Spielen eigentlich ertragen. Ja, aufpassen. Ah, wir kommen uns heilen. Dann heilen wir uns nämlich mal lieber für 15. Statt, dass wir da einen Verbandskasten ausgeben. Wunderbar. So wird das hier gemacht. Hatte ich die nicht schon gehackt gehabt, Mensch? So, dann heilen wir uns auch mal kurz. Für 9 Dollar wird geheilt. Da wird kein Verbandskasten ausgegeben. Wir kriegen eh mehr Dollar durch die Leichen hier, also von daher. Hier ist eine Genbank. Hier ist ein Zirkus der Werte mit einem Verbandskasten. Das heißt, wir haben eh wieder voll. Schön. Nein, wo war hier ein Dings? Oh Gott, oh Gott. Wunderbar.
müssen da schon ein bisschen aufpassen mit den Hacken und nicht unbedingt immer überall das Blaue verlangen zu wollen. Naja, mein Gott. Da haben wir auch noch einen Verbandskasten. Seht ihr mal. Entweder haben wir das am Anfang übersehen oder es ist respawned. Denn wir hatten ja Verbandskastenmangel, ne? So, wir machen es nochmal. Oh, oh. Ja, das geht wieder. Wunderbar. Haben wir was bekommen? Nein, ne? Okay, was haben wir hier? Eve-Spritzen haben wir 4 von 5. 5 von 5 brauchen wir uns eigentlich nicht zu holen. Schrot haben wir noch. 50er-Kugeln können wir uns einmal holen. Heckpfeil haben wir auch noch genug. Haben wir auch noch genug. Brauchen wir also erstmal nicht. Wunderbar. Wunderbar. Was haben wir hier eigentlich? Kontaktminen. Splittergranate. Super. Wir bleiben bei dem MG erstmal. Füllen uns hier wieder die Taschen auf. Seht ihr, wir brauchen uns eigentlich selten was holen. Klappt ja wunderbar eigentlich. Was will man mehr, ne? Oh, jetzt ist die Frage, wo zuerst lang? Ach so, das ist... Die gehen in beiden Seiten vorbei, okay. Gucken wir mal beide Seiten hier lang. Manchmal schwelge ich in Erinnerungen und habe das Gefühl, wieder auf dem alten Anwesen zu sein. Oh, scheiße, wir haben Alkohol getrunken. Dann öffne ich die Augen. Ah, wir sollten aufhören, Alkohol zu trinken. Es schädigt einfach nur den Körper, wie in Wirklichkeit. Schau, dass deine Uhr nicht verbrennt, du Superhirn. Oh, Heckpfeil, Eve, Heckpfeil. Wunderbar, wir hätten uns das gar nicht kaufen brauchen. Also gut, dass wir es nicht gekauft haben. Aber da ist noch ein Verbandskasten, den müssen wir uns merken. Wunderbar. Auch gehackt, falls jemand da dran geht. Wunderbar. Und jetzt können wir hier angreifen. Nur ein bisschen aufpassen. Affektiertes Klappergestell. Und die Rücken auf den Schrank knarren. Es war immer mein Haus. Oh, mal heilen. Komm endlich her! Klappt wunderbar. Wunderbar, was will man mehr? Hier haben wir wieder eine Genbank. Die wir momentan nicht brauchen. Wir brauchen mehr Slots. Dafür brauchen wir aber auch erstmal Dosenfutter. Lecker. Dafür brauchen wir aber auch erstmal wieder so eine Gatherer's Garden, ne? Alter! Ah! Ich wusste, dass da jemand steht und trotzdem habe ich mich erschrocken, ey. Weil man hat schon gesehen, dass da irgendwo was steht, ne? Oder was war. Ah. Erschreckt man sich trotzdem, ey. Ist ja nicht wahr, oder? Ja, mein Gott. Mein Gott. Ah, hier ist noch ein Automaten. Mist. Wunderbar, was haben wir da? Bohrertreibstoff. Besser als nix, sage ich immer. Besser als nix. Die Stimme des Selbst. Selbstbewusstsein ist kein Wunder, Eleanor. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir taub werden gegen das Selbst. Bist du bereit? Also, hör mir nicht mehr zu. Hör mir nicht mehr zu. Nicht zuhören. Schwierig, nicht wahr? Worte sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich. Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst. Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind. Aha, okay. Die Geschichte wird immer offener. Das finde ich ganz gar nicht so schlecht mit diesen Tonbändern. Naja, ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Ist ein guter Zeitpunkt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann suchen wir noch die anderen zwei Little Sister. Die müssen ja hier auch irgendwo in der Nähe stecken.
Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.